Weil da ein Quest-Item drin ist, der Beutel, wo ich in der Nähe stehe. Hey, das mit den Elfendokumenten? Ich glaub schon, ja. Das kann ich nicht aufsammeln, weil mein Inventar schon wieder voll ist. Irgendwas weg. Dann schmeiß was weg. Nix! Ich weiß ja nicht, was wertvoll ist. Ist wertvoll. Außer die Quest. Sachen. Man braucht bei Alice keine Was hast Items. Du denn alles in deinem also Inventar? Nicht diese ganz das sind ganz viele Auszeichnungen alles wegwerfen, für die bringen nix. Kannst du nur verkaufen. Oder verkaufen. Verkaufen kann man die doch gar nicht. Die kann man verkaufen, aber die bringen auch und Patrick mit Y looten. Das funktioniert nicht. Funktioniert das. Hämmer auf die Taste drauf. Aber man muss da drauf ja, hämmern. Ja, ich kann mir heiligen Schild holen. So, hier Patrick, hier ist der Philipp de Puy. Wart mal. Du läufst rückwärts auf ihn zu. Hier, siehst du ihn? Siehst du ihn, Patrick? Oh, episch. Ich greife ihn jetzt an und ich töte den jetzt. Ja, und du sammelst jetzt diese scheiß Elfendokumente ein. Ich kann gerade nicht mehr angreifen. Oh, ich hasse das. Ich hasse dieses Spiel. Aber jetzt nur, weil du jetzt so frustriert bist. Weil es sau unfair ist, ich kann keinen Zauber fertig machen. Ist total unrealistisch. Boah, ich krieg einen Durchstrich. Bist zu langsam. Boah, das war jetzt die einzige Quest, die sich wirklich gelohnt hat. Ja, Amulett ist wegen denen bist du überhaupt hier. Ach, man kann immer nur 10 Sachen stapeln, deshalb war ich verwirrt. Mysteriöse Elfendokumente. Ganz viele mysteriöse Elfendokumente. Und du brauchst 15 Amulette des Schmugglers. Ja, inspizieren, ich habe den durchdringenden Blick. Hast du jetzt diese Elfendokumente eingesammelt? Ich auch. Ja. Ja, du bist der Einzige, der... Wo ist deine Ausrüstung? Ich hab nur eins gebraucht, hab ich gedacht. Dieser Hund, der hat hier viel bessere Ausrüstung als ich. Ja, du brauchst ja nur eins, hast du eins. Ich brauch nur eins. Ja, aber dafür bin ich viel besser als du. Oh, jetzt werde ich hier schon wieder angegriffen. Vor allem. Angriff! Ja, du hast 8 Blutschilde. So, ich erfülle jetzt meine Aufgabe als Tank. Man hat doch später, kriegt mir auch noch die restlichen 6 Bluttropfen irgendwie freigeschaltet. Das ist Rubin. Das ist schwul. 508 Schaden. Patrick, du läufst jetzt mit mir mit. Wir laufen jetzt da hinten hin, weil da gibt es so einen Käfig, da musst du eine Quest unbedingt annehmen. Hallo, ich wollte den vielleicht alleine töten und meine Blut. Beziehungsweise hast du denn jetzt alle Amulette? Ich wollte dir nur helfen. Gut, da hinten kannst du... Oh Mann! Ja, Patrick! Ja, sonst sterbe ich. Warum werde ich hier wenn du direkt in die reinläufst, ist es kein Wunder, dass du angegriffen wirst. Die laufen in mich rein. So, jetzt habe ich wieder alle. Jetzt habe ich sogar noch einen Vampirismus vorgecastet, das ist keiner braucht. Ich helfe mal Blaze Dawn. Das passt schon, du kommst jetzt hier hin. Mit dem Java Crutch kannst du bei dem eine Quest abgeben. Mach das. Ja. Und nimm auch die Folgequest an. Gut. Oh, dein Stab ist viel größer als mein. Kommst du jetzt mit? Wir kämpfen uns hier jetzt den Weg frei. Ich laufe einfach mit genügend Abstand an denen vorbei. Ja, wir haben's jetzt endlich. Ah ja, das dieses erhöht die Blutbank. Das brauche ich nicht. Ich werde niemals mehr Blut bekommen, aber das braucht auch keiner. Das ist nur, wenn du heilen willst, dann brauchst du das. Ja, oder für Zauber, die Schaden machen, aber die haben meist so den Effekt, dass du selber mehr dazu bekommst. Ja. Das läuft schon. Alle haben denselben Star. Ich bekomme ja nach jedem toten Gegner eh wieder 3 Blutstropfen dann am Ende und alles. Ja, so, tue ich nicht. Dann müssen wir nur noch das Boilerlager machen und dann können wir bei der nächsten Aufnahme Xaris machen. Ich habe sogar Boilerlager noch nicht. Das ist jetzt nicht dein Ernst, Jan. Also. Das geht jetzt. Doch, ich hab's vergessen. Also 3 Quests, Sabotage. Ich so einen komischen Portal. Ein bisschen laufen. So. So laufet mir alle hinterher. Warum habt ihr jetzt alle ein Bombensymbol irgendwie gehabt? Erbarmen flucht wie ein Kesselflicker. Oh, Void Mage ist doch was für uns gewesen. Ja.
Wir suchen dann einfach noch jemanden für dieses Xaas. Ja. Das brauchen wir ja dann jemand. Wir können unsere Random Guys auch schon vorher auskundschaften. Das ist wahrscheinlich dann intelligentlicher. Aber ich bin ja dafür, dass Star Wars Style dabei Patrick. Ist. Das schaffen wir in dieser Aufnahme. Wir hinterherlaufen, weil wir laufen jetzt zum alten Platz. Da müsstet ihr 3 Quests abgeben können. Wir können auch einfach porten. Ich kann nur 2 abgeben. Ach stimmt, wir können auch einfach porten. Okay, wir laufen zum Teleport. Oh, du bist doch so ein Heinz. Wir können nur 2 abgeben und einen weitermachen. Ja. Also ich kann 3 abgeben. Wir sind nicht alle solche Suchtis wie du, Lennart. Machtwerk der Liga und Beschützer des Vaterlands abgeben. Aber Beschützer des Vaterlands ist ja was anderes, stimmt ja. Also 2 abgeben haut schon hin. Beschützer des Vaterlands habe ich schon gemacht. Das ist ein Quest für die nächste Zone, so ein weiterführender Quest. Ich bin wieder Lennart Schneider. Du hast meinen Nachnamen. Dann habe ich den gemacht. Peter Tim. So. Schuhe. Die schlechter sind als die, die ich schon hab. Bei mir auch doch, die haben mehr Rüstung, also sind sie besser. Jetzt hier vorne noch eine Quest abgeben und dann hab ich's. Notfall im Kraftwerk. Müssen wir da Xaas machen? Das heißt, jeder Spieler muss es am Ende seine Karriere einmal gemacht haben. Das ist ja scheiße. Naja, das ist, da muss man ja quasi eine Gruppe haben, weil alleine wird das ja nichts. Nur bis zum ersten Boss. Ich finde Online-Spiele, die eine soziale Kompetenz voraussetzen, nicht gut. Das sollte in die Systemanforderungen eingehen. Ihr seht auf der Map da so ein kleines Lager, wo ihr dann am Ende einen Questpfeil haben solltet. Patrick, du leerst jetzt erstmal den Inventar. Sabotage, genau. Notfall im Kraftwerk. Das ist dieses bei Foxa ist, oder? Nein, machen wir machen das jetzt schon? Spoilerlager, das ist noch so ein kleines Vorquestgebiet für Xaas. Achso, ja. Genau. Kommt einfach zu mir. Lauft einfach. Dragnamon. Ich rüste mal nur ganz kurz meine ganzen tollen neuen Sachen aus und verkauf den Rest. Also schaue ich jetzt mal, wie ich hier. Oh, da ist ein Haus, in das ich rein kann. Das ist wahrscheinlich das, wo diese komischen Klamotten für diese Elfen drin sind. Ja, wo? Du brauchst 2 Hülsen. Man braucht 1. Ich brauchte 2. Du brauchst ja ein Hemd und eine Hose. Stimmt, hier ist... Ja. Hier ist das Hemd und hier ist noch eine Kiste, da ist wahrscheinlich die Hose drin. Ja, das ist ein Haus hier. Fast bei mir. Das habe ich übersehen. Okay, jetzt alles verkaufen. Zoran. Level 10. Ihr seid auch aufgefordert, Leute zu fragen, ob sie mitmachen wollen. Ja, stimmt, heute. Ja, heute brauchen wir es doch nicht mehr. Egal. Jetzt habe ich schon geschrieben. Hast du wirklich? Ach Mann. Nein. Ach Mann. Ich konnte noch abbrechen. Dann gehe ich eben halt nochmal fragen. Was zur Hölle? Look, wo mal ist denn bitte hier das Halterquest 2 von 6? Da wo er war. Beziehungsweise ich. Ja, genau, da hol ich erstmal das Haus und hol mir diese Hose und diese. Holt euch alle erstmal eine Hose, dann gehen wir weiter. Halt sowas. Und das Hemd. Die kann sich nicht selber holen, ne? Oh, du hast eine Kommode. Kommen wir da jetzt in das Haus rein? Das müssten wir nicht machen. Es gibt davon keinerlei Folgequests und es gibt nur 300 Erfahrung. Schlecht! Ja, aber das ist ja was. Genau, das hat ja was mit Zivilcourage und so zu tun. Eigentlich willst du nackte Elfen töten. Und ich will sie aufessen. Ich bin ein Ork. Lecker. Und ich will mit ihr. Wo kriegen wir jetzt die Hose her? Du Mensch. Ja. Ach, wir müssen in das Haus da hinten gehen, oder? Elender Verräter. Das ist aber nicht direkt mit dem Mapmarker verbunden. Oh, ich kann eine Quest abgeben. Ich gebe hier jetzt auch schon mal meine Quest ab.
Ein Fetter im Labor-Kittel. Oh, ich kann zwei Quests abgeben. Ich weiß nicht. Überhaupt nichts in dem Haus. Drück T, da sind zwei Teile. So. Ich drück immer T. Felix, hast du schon diese Quest mit den Klamotten? Also die Quest mit den Klamotten müsst ihr eigentlich nicht machen. Peter? Ja, aber ich will trotzdem mal wissen, weil ich finde das nicht. Die habe ich jetzt noch nicht abgegeben, Peter, wo bist diese du Quest, eigentlich? Aber... Wissenschaft ist Peter? Super! Messt also die ich Strahlung das nicht von 6 Volt. Ich finde die Hosen nicht. Peter steht rum und aber ist im Skype off. Ich nehme mal fast an, dass ein Internet abgeschmiert ist. Ein Dosimeter. Guck auf, wo seid ihr denn jetzt schon wieder? Oh, hier kann ich noch eine Quest annehmen. Das war eigentlich eine rhetorische Frage. Falconium hat sich ausgedacht. Oh, da kann ich zwei Quests abgeben. Sein Internet ist mal wieder abgeschmiert. Wir könnten eine Ringelblume fragen. Ja. 45. Welches Level hat die? Die war mal bei Liga. Oh. Ich hab sie gekannt. Also Ringelblume. Ich weiß nicht, ob es die gleiche ist. Ich werde jetzt mit meinem Dosimeter die Mutantenratten identifizieren. Hey, ich greife mich nicht an. Super! Sollten sie, aber ich greife mich doch eigentlich an, oder? So mächtig! Ah, Mann. Dass sie wegrennen. Hallo, ich möchte gerne diese Mutantenratten. Du musst die Mutantenratten auswählen und dann auf das Dosimeter klicken. Was machst du mit diesem Sim-Detektor nochmal? Was mit den Mutantenratten? So, ich hab jetzt. Hey, bevor wir die Mutantenratten alle umgebracht werden, könnte man erstmal alle messen. Das Dosimeter auf sie anwendet, verwandeln sich dann. Genau, im Kampf erprobt. Die werden dann zu. Die werden dann richtig mutantig. Ja, aber das können wir jetzt bei 6 Ratten machen, oder was? Und ich habe hier jetzt schon die nächste Quest angenommen. Oh Mann. Oh Gott. Oh Gott, die sind ja Level 8, die bringen mich alle voll um. Ich tanze. Außer ich aktiviere mein Blutschild. Das bringt zwar bei Ratten nichts, weil die immer 5 Millionen einmal Schaden auf einmal machen. Patrick? Das ist wie wenn du beim Bäcker wenn du irgendeinen Computer oder so mit 1 Cent Stücken bezahlst. Das ist voll sinnlos, das ist nur was ein Verkäufer und genauso ist es bei mir. Das die haben auf extra dich gesehen. Ja, hallo, das Blutschild halt so wäre ja ganz cool, aber das bringt mir ja nichts. Weil. Wache Amok. Könnt ihr mal. Patrick, wie viele Mutanten? Der läuft immer so rum. Noch eine und die mache ich gerade. Stinkefinger! Also habt ihr jetzt beide diese Rattenquest? Oh, ich hasse das. Ich habe hier jetzt ganz viele Quests angenommen. Diese Stadtkrim muss ich alleine töten. So, du Mutantenratte. Wort des Gerechten. Herausforderung. Tepper hier. Du brauchst für das eine Herausforderung. Ja, du tötest und dann komme ich. Okay, habt ihr jetzt beide auch die Folgequests davon? Wunderbar. Ja, ich glaube schon. Folg. Untoten kommen in jeder Form und Größe. Hey, da hinten könnte ich immer noch wieder eine Quest abgeben. Ja, dann warten wir erstmal auf Felix. Und töten Liga-Agenten und Spione. Ja, aber... Was ist denn da hinten? Wieso? Ach so, da hinten. Ist es Beschützer des Vaterlands? Ach, das ist... Ach so, ah, ja, nee, das ist diese dumme Elfin da.
Ja, warum? Bin ich noch online? Nein, Peter ist offline. Also Peter ist offline, aber... Ich bin rausgeflogen. Ich töte mal so ein paar Liga-Agenten. Du machst auch viel Schaden, Patrick. Das brauche ich auch noch. Ja, aber es dauert bis jetzt auch viel Schaden. Es dauert immer voll ewig, bis es voll aufgeladen ist. Wir können hier noch eine Quest annehmen, deshalb lauft mir da nochmal hinterher. Oh, wie viel Leben haben diese Schwuchtelteile? Ja, also die haben überhaupt gar kein Leben. Mit seinem kleinen Finger aus. Ja, die sind ernsthaft mal voll billig. Ja, aber ich habe ja jetzt nicht so viel Schaden zu machen momentan, weil ich habe ja noch keinen Begleiter. Ey, nicht mal mein Helion war weg, als ich rausgeflogen bin. Oh, und ich hoffe, dass mein Tutorial also, wie gesagt, fürs Let's Play Forum angenommen wird. Noch eine Quest. Ja, ich muss. Ich glaube, ich muss noch irgendwas töten. Ein Ligaspion. Ligaspion noch so. Zwei. Wir brauchen noch vier Spione und einer gehen. Weil hier gibt es noch so eine nette Quest. Ich muss mal ganz kurz die Quest abbrechen, und zwar die Stadthalter-Quest. Den nehme ich immer an. Warum? So, finde die Entwürfe. Oh Mann, warum kann ich keine Doppeläxte tragen? Ich kann nicht mal zweihändige Äxte tragen. Ah, später kann ich die tragen. Noch nicht. Auf jeden Fall, es gibt ja jetzt auch so eine Gruppenquest, die wir machen müssen. Die Liga-Pirscher, die waren früher mal voll stark. So, den Rest habe ich schon gemacht. Ja, ich weiß noch, als ich die versucht habe. Ja. Mal solo. Konntest du kaum. Hey, Liga-Pirscher müssen wir jetzt auch töten, oder was? Hast du die Quest nicht zum Liga-Pirscher töten? Achso, ja, das kann sein. Doch, aber auf der rechten Seite, wo meine ganzen Quests sind, da